Wir sind kurz in der Werbung und sagen danke, dass ihr alle noch da seid. Ihr habt uns die Stimmung erhalten. Danke an euch alle. Das ist der Chor der Vuvuzelas. Wir sind in wenigen Minuten wieder zurück auf Sendung. Nochmal danke, dass ihr bei uns bleibt bis 23.15 Uhr. Am Montag gibt es das nächste Spiel Spanien-Honduras aus Frankfurt für euch live bei RTL. Der Auftritt des Europameisters. Großer Fußball. Dann bei RTL am Montag, am Donnerstag und am Freitag, dann aus Aachen und aus Dortmund. Gleich geht's für uns weiter, haben noch 12 Minuten und dann geht's live weiter mit den Kollegen. Das Portemonnaie, der Besitzer kann sich hier ausweisen. Ein Portemonnaie gefunden, 10 Leute melden sich, das ist Köln. Die wollen nur helfen, das Ding zurückbringen. So ist das. Danke, dass ihr mit den Fahnen da seid. Und die, die fahren, haben jetzt noch einmal schwenken für uns. Komm, bitte gemacht sein. Wahrscheinlich wird es ein lauter Beitrag. Und bitte. Sein. Aber das ist das Problem für die Spieler, ist, dass man muss sich auf was einstellen können, auf eine gewisse Härte, auf einfache Dinge, die erlaubt sind. Und wenn das Spiel heute Mittag von diesem Mann gepfiffen worden wäre, heute Abend, das wäre völlig anders abgelaufen. Ob es ein anderes Ergebnis gehabt hätte, ist eine andere Frage, aber es wäre anders abgelaufen und das, dementsprechend haben wir mal die Szene einfach mal kurz. Genau, das ist also eine Szene von heute Abend. Das ist ein Foul von Bernhard, glaube ich, als Jorright Phillips. Das erste Foul zur gelben Karte von Miro Klose. Wir müssen das einfach mal angucken. Hier kommt eine leichte Berührung von Miro und das andere ist ein richtiges in den Weg stellen. Ich sage, das sind beides keine gelben Karten, aber ich möchte nicht wissen, was der Spanier heute Mittag bei der Szene zwischen Belhatsch und Jorain Phillips gemacht hat. Ein Todesurteil. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ist einfach unangenehm, wenn das Spiel für die Spieler, für alle Beteiligten muss ja so ablaufen, dass es nachvollziehbar ist. Wenn ich, es gibt die Abseits, normalerweise wird das ganz einfach auch gepfiffen, dann wenn es Abseits ist, wird man übersehen, aber normalerweise wird es so gemacht. Man darf auf dem 5-Meter-Raum den Ball nur abstoßen, wenn im Ausfall gibt es Eckball oder Abstoß, all solche Dinge. Und wenn faul ist, ist faul und wenn es kein ist, dann lässt man es weiterlaufen. Ja. Wir haben auf der anderen Seite auch von der Statistik gesehen, dass der also tatsächlich sehr gerne mal eine Karte lässt. Zeigen, dass Deutschland doch ziemlich guter Gesellschaft ist, wenn es heute etwas traurig ist. Frankreich, gut, da haben einige gesagt, die sind zu alt, aber 2 Spiele, Niederlage, ein Unentschieden. England, haben wir heute gesehen. Italien, ein Spiel und ein müdes Unentschieden gegen Paraguay. Aber wir sagen, wer kann das? Trotzdem. Ja, das war wirklich die größte Überraschung, trotz allem. Gegen Schweiz. Schweiz. Und nichts gegen Brasilien. Die haben zwar bisher ihr eines Spiel gewonnen, aber bitte, wie? Gegen wen? Also, dass sie im Spiel dazu, das passiert, dass ich irgendwann Fan von Nordkorea wäre, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber es war ganz kurz davor. Und dementsprechend war es auch nicht wirklich überzeugend, aber sie haben gewonnen. Von Gewinnern sprechen. Gewonnen hat heute Abend bei uns Caroline Mein aus Schwerte. Herzlichen Glückwunsch und schauen Sie mal, das haben Sie gewonnen. Und das haben Sie gewonnen. 10.000 Euro und eine PlayStation 3 inklusive den neuen Singstar Fußballhits. Herzlichen Glückwunsch!
So, und wir sehen uns dann wieder am Montagabend mit einem Spiel Spanien gegen Honduras. Und eigentlich ist das jetzt wieder richtig spannend. Was an Wichtigkeit extrem gewonnen hat durch das erste Spiel der Spanier und dementsprechend, man muss es gucken. Ja, also schon wieder ein kleines Endspiel hier bei uns bei RTL. Das hat heute richtig Spaß gemacht hier in Köln. Frische Temperatur. Aber es ist noch alles drin und wir freuen uns auf die Spiele bei den Kollegen jetzt am Wochenende und dann am Montagabend bei uns. Vielen Dank. Bei unserem Tipp steht es noch unentschieden. Ah, unser Tipp, genau, noch vergessen. Ja, wir haben wieder nichts gewonnen. Okay. Alles falsch, wie so oft. Tschüss und auf Wiedersehen. Schönen Abend noch.